Search Enterprise. Enterprise? Enterprise, come in. Die unendlichen Tiefen der internationalen Datennetze sind für manche Menschen wahrlich unerklärlich. Allerdings, die unendlichen Tiefen des Weltraums, die sind für den größten Teil der Menschen wirklich unverständlich. Aber es gibt eine kleine Verbindung und vielleicht ein wenig Abhilfe. Herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe von NetNight, das Online-Magazin. Heute mit dem schon unschwer zu erkennenden Thema von Science bis Fiction. Das heißt, wir haben einen Gast zu uns eingeladen, für den beide Attribute bestens zutreffen. Einerseits Science, er ist studierter, promovierter Geo- und Planetologe. Und Fiction, er glaubt an die Existenz von außerirdischen Lebewesen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Fieberg. Schönen guten Abend. Herr Doktor, Sie befassen sich durchaus kritisch mit diesen ganzen UFO-Sichtungen. In den letzten Tagen spricht man immer öfter davon. Wir haben das 50-jährige Jubiläum, damit ich es rausbringe. Was würden Sie denn selbst sagen? Man könnte ja, man spricht auch in letzter Zeit immer öfter davon, dass wir vielleicht bald Kontakt bekommen. Würde das ein Segen für die Menschheit sein? Naja, ich denke, dass die positiven Effekte im, langfristig betrachtet durchaus gut sind. Mhm. Kurzfristig im Moment glaube ich, dass wir eher mit negativen Effekten zu rechnen hätten, weil man ja bedenken muss, dass die Menschheit im Grunde überhaupt nicht vorbereitet ist auf ein solches Ereignis. Obwohl das Internet, glaube ich, schon ein bisschen Vorbereitungsarbeit auch leistet, oder? Das würde ich sagen, denn wir finden eine ganze Menge an Informationen gerade zu diesem Thema. Ausgezeichnet. In wenigen Minuten, denn vorher will ich gerne unser außerirdisches Thema hier noch anbringen. Wir haben nämlich an die Außerirdischen geglaubt, bei unserer letzten oder ersten Live-Sendung, denn plötzlich sind alle Rechner ausgegangen, es war nichts mehr zu sehen und es lag nicht an unseren digitalen Maschinen, sondern es lag an Microsoft, an der Betriebssoftware. Ich möchte Ihnen vielleicht gerne zeigen, was es war. Es hat sich nämlich kurz danach herausgestellt, menschlichen Ursprungs, und zwar, es waren auch nicht Hacker am Werk, sondern es waren ganz normale Jungs, die sich ein Programm geladen haben, das sich nennt WinNuke V95, das heißt, alles, was man dazu machen muss, ist hier die IP-Adresse, also die Adresse des anderen Rechners einzugeben. Und dann kann man noch eine Message dazugeben, hier draufklicken und fertig. In dem Moment reißt es, wie man so schön sagt, den anderen Rechner. Gut, wenn Sie dagegen etwas unternehmen wollen, dann empfehle ich Ihnen diese Seite, WinNuke Testing Ground. Die kommt aus Holland. Ein Student in Holland hat diese Seite hier sehr schön gemacht. Und hier dahinter verbirgt sich genau dieses Programm. Das heißt, man kann sich also selbst nuken lassen. Ich probiere das jetzt mal aus. Und ich empfehle Ihnen natürlich selbstverständlich, haben Sie bitte vorher die Sicherheitspatches geladen auf Ihrem Rechner. Null, boom, genau dieser Moment, jetzt würde der Rechner blau werden, hätte man nicht die Software geladen. Still there, great, let's go back now. Und wenn jetzt Ihr Chef fragen sollte, wir haben nämlich sehr viel Post von Webmastern bekommen, wenn man vielleicht dem Chef beantworten will, wie man sich dagegen sichern kann, dann empfehle ich diese Seite. Es gibt nämlich im Internet auch die erste Versicherung gegen Hacker. Gut, bei unserer nächsten Live-Sendung, also das ist genau schon in einem Monat, sind wir dann ein bisschen besser darauf vorbereitet. Aber ich kann nur sagen, ich glaube, das ist eine gute Sache, Ihren eigenen Rechner dagegen zu schützen, egal ob Sie mit Angriffen rechnen müssen oder nicht. Soweit das Thema WinNuke. Zurück zu unserem Hauptthema. Ich habe hier eine Meldung. Erst vergangenen Donnerstag wieder flitzt ein UFO unterm Chat durch, mitten Mittelengland war der Sichtungsort, am Radar war nichts zu sehen. Mhm. In den letzten Tagen hört man immer wieder öfter davon. Die wichtigste Frage, was kann man eigentlich noch glauben davon? Wie viel ist von diesen UFO-Sichtungen und von diesen Berichten eigentlich wahr? Was sagt der Fachmann? Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass etwa 90% aller Beobachtungen oder gemeldeten Sichtungen entweder auf bewussten Fälschungen beruhen oder was eigentlich noch häufiger ist, dass Dinge gesehen werden, die nur für den Beobachter im Moment der Beobachtung irgendwie unerklärbar sind. Mhm, mhm. Aber alles führt zurück ja auf einen speziellen Vorfall vor 50 Jahren. Genau, da begann alles und wenige Tage später hatten wir dann ein Ereignis, den sogenannten Roswell-Zwischenfall, über den es natürlich jetzt im Internet eine ganze Menge gibt. Ich habe hier eine Page herausgesucht, die ganz interessante Informationen vermittelt. Wir schauen mal hier auf die History-Seite. Da haben wir zum Beispiel eine Karte, wo das Ganze passiert ist, nämlich in New Mexico. An dieser Stelle wurden damals Trümmer entdeckt von einem Farmer und wenig später dann offensichtlich tatsächlich ein Objekt mit, angeblich mit Leichen, die da drin gewesen sein sollen, die man geborgen hat. Mhm. Es ist ganz interessant, dass bereits einen Tag später die US Air Force eine Meldung an die Presse gab, wonach sie tatsächlich eine fliegende Untertasse hier geborgen habe. Mhm. Allerdings, kurze Zeit später, wurde das dann wieder zurückgenommen. Mhm.
Es gab eine Cover-up-Geschichte, ja, so eine Verdeckungs-, eine Vertuschungsgeschichte. Und diese Körper, die da gefunden wurden, kann man die auch sehen? Naja, es gab vor 2 Jahren etwa einen interessanten Film, in dem ein angeblicher Außerirdischer gezeigt wird. Nun gibt es allerdings eine ganze Reihe von natürlichen Erklärungen dafür, was hier passiert sein könnte. Zum Beispiel kann man sich vorstellen, dass das Ganze auch wie bei einem ganz normalen Science-Fiction-Film gelaufen ist. Das heißt, dass ein Mensch hier einfach in eine solche Latexmaske, Ganzkörpermaske gezwängt wurde und dann eine Puppe daraus gemacht wurde. Ja. Oder eine andere Möglichkeit ist, dass es sich um einen Progeriekranken oder ein progeriekrankes Mädchen gehandelt hat, ja, was für mich eigentlich am glaubwürdigsten ist, denn wenn man mal diese Bilder vergleicht hier, das ist also ein solches progeriekrankes Mädchen. Menschen, die sehr schnell altern, sehr schnell ohne altern, körperlich genau, zu wachsen. Genau, das ist also eine genetische Krankheit, eine Erbkrankheit. Ja. Und wenn man das mal vergleicht, dann sieht man doch deutliche Zusammenhänge. Also ich glaube, dass wir diesen Film im Grunde vergessen können als Autopsiefilm von Roswell. Und ja, wie sieht es mit Fotos aus? Es werden ja immer wieder eine ganze Reihe von Fotos veröffentlicht. Am kritischsten ist es eigentlich immer dann, wenn diese Objekte so schön aussehen wie in diesem Fall. Das hat also ein Schweizer Landwirt aufgenommen, der behauptet, mit Außerirdischen von den Plejaden in Kontakt zu stehen. Wir wissen heute, dass das eine Fälschung ist. Gibt es Fotos, wo man sagt, das weiß man nicht so genau? Ja, da haben wir auch ein Beispiel. Etwa dieses hier. Das ist mit Sicherheit keine Fälschung. Es könnte sich um ein seltenes meteorologisches Phänomen handeln, aber genau lässt sich das natürlich in diesem Falle nicht sagen. Mhm. So, dann gibt es neben diesen Fotos natürlich auch inzwischen eine ganze Reihe von Videofilmen, die gemacht wurden. Mhm. Da zeige ich Ihnen hier ein Beispiel. Was man erkennt, ist im Grunde ein Objekt, das am Himmel sich bewegt. Diese Zitterbewegungen kommen wahrscheinlich durch die Kamera selbst, weil der Mann, der das aufgenommen hat, sehr nah herangezoomt hat. Nervös war. Man kann aber, glaube ich, erkennen, dass sich das Objekt in dieser Form hier durch den Bildschirm bewegt. Könnte aber auch auf einem Faden gehangen haben und nur den Faden sieht man zum Beispiel nicht. Also es ist nicht erwiesen. Auch das ist möglich, natürlich. Mhm. Gerade weil das Objekt sehr klein ist und sehr weit weg zu sein scheint. Mhm. Im Zusammenhang gerade mit diesen Entführungen taucht doch immer wieder die Behauptung auf, dass irgendwelche Implantate eingepflanzt worden. Da haben wir inzwischen Aufnahmen, die zumindest nicht uninteressant sind. Röntgenaufnahmen, ja, hier zum Beispiel eine Hand, wo dieses merkwürdige Objekt da plötzlich auftaucht, ohne dass der Betroffene weiß, wie das eigentlich dorthin gekommen ist. Ja. Eine ganz andere Seite der Suche nach außerirdischer Intelligenz wird natürlich auch von der Astronomie gemacht, im Rahmen des SETI-Projekts. Da wird abgehört der Himmel mit Radioteleskopen. Das ist mal so ein Beispiel hier, ein großes Radioteleskop in Australien. Und man hofft auf diese Weise, Signale irgendwelcher fremden Intelligenzen zu finden. Also das heißt, man versucht auch einen Radiosender von Außerirdischen hier abzuhören und die Hitparade dann sozusagen. Natürlich nicht. Das ist mal so ein Beispiel hier. Hier sind die Sterne aufgetragen, die Sternennummern und hier die Frequenzen, auf denen man abgehört hat. Wobei zu sagen ist, dass bislang also noch kein einziges wirklich interessantes Signal hereingekommen ist. Mhm. Mit staatlicher Unterstützung laufen eine ganze Reihe anderer astronomischer Projekte, zum Beispiel das Hubble Space Telescope, das uns immer wieder auch schöne Bilder vom Mars bringt, etwa hier die Nordpolarkappe. Also das Weiße ist das Eis. Ist das Eis, allerdings im Wesentlichen Kohlendioxideis, nicht Wassereis wie bei uns auf der Erde. Aber der Mars hat auch noch andere Überraschungen für uns bereit, jedenfalls für jene, die glauben, dass eine außerirdische Intelligenz existiert. Etwa dieses merkwürdige Gebilde hier. Schauen wir uns das nochmal ein bisschen deutlicher an. Hier haben wir eine Vergrößerung dieser Gegend. Mhm. Da haben wir hier dieses merkwürdige Gebilde, das tatsächlich wie ein menschliches Gesicht aussieht. Ob es wirklich eins ist, muss die weitere Forschung erbringen. Und wir haben diese Vergrößerung dieser City mit den merkwürdigen Strukturen. Ganz interessant finde ich diese Struktur hier, weil da ein Hohlraum im Inneren ist. Mhm. Durchmesser etwa 1,5 Kilometer, diese ganze Struktur. Das ist natürlicherweise schwer zu erklären. Also man sollte sich diese Region Also Sie als Geologe würden dort gleich einmal hinfahren? Könnten Sie? Das wäre mein Favorite Site sozusagen auf dem Mars. Und das würde ich mir gerne mal anschauen, ja. Aktuell im Moment neben dem Mars, auch dort werden ja verschiedene Missionen jetzt hingehen, ist die Galileo-Mission zum Jupiter. Mhm.
schauen wir dann nochmal, die ist jetzt schon so nahe dran, die müsste, glaube ich, in wenigen Stunden ja am nächsten Punkt sein. Richtig, und zwar am nächsten Punkt des Mondes Europa. Mhm. Und das ist insofern interessant, als dass Europa ein Mond des Jupiter ist, der von einem großen Eispanzer bedeckt zu sein scheint oder beziehungsweise bedeckt ist. Unter diesem hier deutlich sichtbaren Eispanzer scheint ein Ozean zu sein, scheint flüssiges Wasser zu sein. Und da gehen natürlich die Überlegungen dahin, ob wir vielleicht in diesem Ozean auch Leben haben, Leben, wie wir es beispielsweise aus den Tiefseegräben, aus den lichtlosen Tiefseegräben bei uns auf der Erde auch kennen. Das heißt also, man forscht nach diesen Grundelementen, weil Wasser, Kohlendioxid und Energie, wahrscheinlich Wärme, ist die Grundlage von Leben. Und wenn es das dort gibt, dann sagt man, ja, also findet man Leben und könnte vielleicht auch Leben dort eines Tages... Richtig. Wir haben also mit dem Kohlenstoff, mit Wasser und mit der Energie, haben wir im Grunde die Komponenten, die nötig sind, um Leben zu erzeugen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass eine zukünftige Mission dort auch mal irgendetwas in dieser Richtung nachweisen kann. Ja, das heißt also, die erste Europa ohne EU-Kommission. Na, wer weiß. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Gut, an dieser Stelle, bevor wir jetzt eigentlich zum nächsten kommen, möchte ich jetzt gerne mal eine Frage beantworten, die vielleicht des Öfteren auf Sie zukommt, wenn Sie im Internet surfen. Der gegnerische Server fragt Sie, darf ich ein Cookie setzen? Und wir haben gemerkt, auch in Ihrer Post, dass eigentlich viel Angst um diese Cookies besteht. Kann da wirklich meine Festplatte zum Beispiel ausspioniert werden? Deswegen hier heute in unserem Basiswissen, wie funktionieren diese elektronischen Kekse? Ein Server, das Internet und Ihr Rechner mit dazugehöriger Festplatte. Manche Anbieter, speziell Shopping- oder Zeitungsanbieter, wollen Sie gerne wiedererkennen können. Zu diesem Zweck bittet der Server um Erlaubnis, ein solches kleines Plätzchen, ein Cookie, bei Ihnen ablegen zu dürfen. Wird ihm dies gewährt, speichert Ihr Rechner ein kleines Textfile auf Ihrer Festplatte ab. Text, der meist nur die besuchte Adresse und eine einmal vergebene Nummer beinhaltet. Sobald Sie das nächste Mal diesen Server wieder besuchen, fordert er das Cookie zurück und hat somit die Möglichkeit, Sie wiederzuerkennen. Was auch viele Vorteile haben kann. Denn bei einem Abonnement stellt der Server nur die von Ihnen gewünschten Informationen zusammen. Und das sind die Informationen, die in solch einem Plätzchen mit eingebacken werden. Das Datum Ihres letzten Besuches, Ihre Browser-Software, Ihre Rechneroberfläche oder auch die schon angesprochene Nummer Ihres Abonnements. Auf dieser Seite der Voreinstellungen entscheiden Sie nun leichter, ob Sie jedes Mal vor einem Cookie gewarnt werden wollen oder ob Ihr Browser dieses Textfile automatisch bei Ihnen ablegen darf. Ein kleiner Tipp der Redaktion: Wir akzeptieren die Cookies und löschen alle Texteinträge alle paar Wochen per Hand. Tja, und das kann ich Ihnen natürlich auch zeigen. Also das heißt, wir haben hier bei uns zuerst gesucht, ganz einfach, nach Cookies TXT. Und dann bekommen wir hier so ein Cookie-File, so sieht es aus. Und da gehen wir einfach hinein und machen das einfach mit einem Texteditor auf. Gelöscht und einfach wieder schließen und zack, möchten Sie die Änderungen speichern. Unser Cookie-File ist damit gelöscht und alles hat seine rechten Dinge. Sofern Sie nicht ein Abonnement haben. Gut, schauen wir weiter. Also, da kommen wir jetzt zu unseren Themen. Akte X und Star Trek. Einige sitzen schon vorm Fernseher und warten genau auf diese Empfehlungen. Man könnte ja der Meinung sein, dass eigentlich diese Autoren wirklich eine blühende Fantasie haben. Sie natürlich als Wissenschaftler schauen sich wahrscheinlich auch solche Sendungen an. Ja, gerne. Klar. Beurteilen die nach ihrem Wahrheitsgehalt? Ist da was Wahres dran? Ach, ich denke, dass ein geringer Prozentsatz schon Wahrheit ist oder zumindest auch in der Realität begründet ist. Mhm. Die wichtigste Sendung ist sicherlich Akte X, die ja nicht nur bei uns Furore gemacht hat, sondern überall auf der Welt. Da gibt es eine ganz interessante Seite. Da kann man eine ganze Menge sich herausholen, zum Beispiel die neuen Episodenführer, Tipps hinsichtlich eines Lexikons, die News, die Kinofilme. Es wird ja demnächst ein Kinofilm gedreht von Akte X. Man kann sich Grafiken herunterladen, man kann sogar Software sich herunterladen. Also da ist eine ganze Menge gespeichert. Wir haben mal einen Überblick über die ganzen Staffeln, die gelaufen sind oder noch laufen werden, die einzelnen Folgen, die man sich anschauen kann, indem man sie anklickt. Und hier. Also sogenanntes Promo oder so ein Teaser wahrscheinlich, der darauf hinweist. Genau, der uns eben so ein paar Ausschnitte aus dem Film zeigt. So, das ist jetzt was ganz anderes, wenn man abends in die Sterne schaut. Manchmal hat man ja vielleicht auch den Wunsch, den einen oder anderen Stern zu fotografieren. Gewöhnlich können wir das nicht. Wir brauchen dazu ein Teleskop wie dieses. Da gibt es auch eine Möglichkeit. Da wird ein
wird angeboten, wenn man ein bestimmtes Formular ausfüllt, elektronisch, und das absendet mit den entsprechenden Sternkoordinaten, wird dieser Stern oder das Sternbild fotografiert. Und das ist ein solches Formular, das uns hier gezeigt wird. Ein bisschen muss man sich natürlich auskennen am Himmel, um die Koordinaten eintragen zu können. Aber wenn man das mal gemacht hat, kann man sich dann die entsprechenden Daten oder beziehungsweise Bilder geben lassen. Wenn man von der Erde oder wenn man aus dem All oder aus der Luft auf die Erde fotografiert, dann ist eine interessante Stelle auf unserer Erde sind die großen Pyramiden von Gizeh. Und das ist eben ganz merkwürdig. Sie scheinen angeordnet zu sein in ganz ähnlicher Weise wie das Sternbild des Orion. Ach, das ist das auf der rechten Seite. Genau so ist es, ja. Das ist das Sternbild des Orion. Und das sind die Pyramiden. Auch da gibt es ganz interessante Links. Zum Beispiel können wir uns hier einklicken in die Königskammer der großen Pyramide von Gizeh und können praktisch darin herumlaufen. Wir können einen 360-Grad-Schwenk machen, können uns die Mauern anschauen, die Kammern anschauen, hier diesen Sarkophag. Oder wir können da hinten weiterlaufen, wo der Pfeil ist. Da gibt es also ganz interessante Möglichkeiten. Oder wir gehen sogar raus auf das Plateau von Gizeh, schauen uns die Pyramiden von außen an, können auch auf die dann zufahren, uns die ein bisschen näher anschauen. Also da vermittelt gerade das Internet natürlich unglaubliche Möglichkeiten. Man muss gar nicht unbedingt mehr hin und sich der Hitze der Wüste aussetzen. Man kann es auch ganz bequem zu Hause am Schreibtisch erledigen. Was ich sehr interessant finde, sind merkwürdige Strukturen, die man kürzlich im Meer entdeckt hat, vor der Küste von Japan. Schauen wir uns das mal ein bisschen näher an. Da hat man ganz seltsame Strukturen entdeckt. Das schaut nicht normal aus. Da muss man sich schon fragen, was ist das eigentlich? Sind das natürliche Formationen oder sowas hier? Ist das nicht doch tatsächlich künstlich? Und wenn es künstlich ist, wer hat das irgendwann mal vor vielen Jahrtausenden gebaut? Und jetzt ist es im Meer versunken. Mhm. Und diese Forschung kann man hier quasi live miterleben? Miterleben. Es werden immer wieder neue Bilder auch eingespielt. Das ist jetzt meine ganz persönliche Favoritenseite, die Seite der Ancient Astronaut Society, die sich eben genau mit solchen Phänomenen aus der Antike auseinandersetzt und eben auch die Verbindung bringt zur Thematik Außerirdische. Hier fragen wir uns, sind bestimmte Mythologien, sind bestimmte Strukturen, Gebäude auf der Erde vielleicht zurückzuführen auf den Eingriff von außerirdischen Intelligenzen? Da finden Sie dann zum Beispiel Artikel von meinem Bruder und mir, die auf ganz bestimmte, konkrete Inhalte dieser Hypothese eingehen. Hier zum Beispiel Wissenschaftshygiene und Paläoceti. Nun, eine weniger seriöse, dafür umso humoristischere Seite ist diese hier. Ich glaube, dass man das Thema eben auch vom witzigen Aspekt her durchaus betrachten kann. Wir hatten vorhin die Alien-Autopsie, das ist jetzt auch eine. Aber ich glaube, über sowas kann man sich auch mal ganz gut amüsieren. In der Mangelung richtiger Aliens. Weißt du? So, dann ganz wichtig für alle Science-Fiction-Fans sind die Star Trek-Seiten im www. Da finden wir im Grunde alles, was es zu Star Trek, zu Raumschiff Enterprise gibt. Man kann also im Grunde tagelang darin herumwühlen und wird immer wieder auf etwas Neues stoßen. Es gibt in diesen Seiten unter anderem, nur mal als Beispiel, unglaublich viel über die Klingonen. Ja, das ist also klingonisch. Mhm. Die Klingonen waren ja in den ersten Folgen von Enterprise eher die Bösen. Inzwischen sind sie ja verbrüdert. Ja, das ist so ein ganz typischer Klingone. Also ein ganz normaler Mann, der sich eben als Klingone verkleidet mit der Glatze, mit dem Bart, mit dem dicken Bauch. Was heißt das? Ja, das ist ganz witzig. Das ist, soll klingonisch sein und heißt, wo ist hier die nächste Toilette? Zweiter Stern links. So, und dann haben wir auch noch eine Kuriosität da, die wir dort finden können. Es ist vielleicht wenig bekannt, dass die Altstars der Sendung, zum Beispiel William Shatner, tatsächlich auch mal eine Platte aufgenommen haben. Shatner zum Beispiel Tambourine Man, das hören wir uns vielleicht gleich mal an. Das hat aber nie an Bord des Raumschiffes gesungen, hoffe ich. Nein, ich glaube nicht. Ready to go anywhere.
I'm ready for the pain. Klingt nach Zahnschmerzen. Ja. Ich glaube, er hat besser gespielt, als dass er gesungen hat. Okay, einer der Versuche, aber hätte ja auch in anderen Filmen vorher aufgetreten sein können. Aber gut, vielleicht schämt er sich dafür, egal. Es ist im Internet angeboten und ich glaube, das war jetzt wirklich nur ein kleiner Auszug dieser unermesslichen Seiten, die es alles zu diesen Themen gibt. Ja. Also ich glaube, dieser Schrei, den wir gerade gehört haben, oder zumindest das I'm ready, sagen sich jetzt 9000 unserer Netnight-Zuschauer. So viele haben nämlich bei uns eingeschickt und haben gesagt, sie wollen unseren Preis gewinnen. Hier habe ich jetzt bereits die Verlosung und ich darf Sie bitten, als Starfleet Commander der Netnight heute F3. Sehr gut. Das heißt, hier sehen wir wieder alle Punkte, von denen wir Post bekommen haben. Und wenn Sie jetzt gleich die F4 drücken, dann haben wir einen neuen Gewinner für eine Hapag WinTV-Karte, Brother Drucker 760 plus 6 Monate Eunet. And the winner is? Thomas Petersen aus Flensburg. Flensburg oder Burg? Burg. Wir werden es hören. Herr Petersen, bei Ihnen läutet in wenigen Sekunden das Telefon. Mal sehen, ob wir Sie heute noch dran bekommen. Aber in der Zwischenzeit, wenn für Sie nichts dabei war, spielen Sie einfach bei unserer Verlosung, die ab heute startet, wieder mit. Denn dieses Mal gibt es Folgendes zu gewinnen. Ein 133er 16er Pentium mit 1,6 Giga Festplatte, 16-Bit Soundkarte und einer Menge Software natürlich. Ein ProLine Cinque Cento. Dazu gibt es ein 16-fach CD-ROM-Laufwerk von ProTec und eines darf natürlich nicht fehlen, 6 Monate kostenlosen Zugang bei Eunet und diese zwei Preise, wie alle in unseren letzten Wochen, ein Computerbild-Testsieger. Hier die Frage dazu. Denkbar einfach. Wie lautet die englische Abkürzung für einen lokalen Einwählknoten oder Zugangspunkt eines Internet-Providers? 3 Buchstaben hat das Wort, nach dem wir fragen, und 2 Buchstaben davon sind sogar gleich, am Anfang und am Ende. Leichter kann man es, glaube ich, nicht mehr machen. Gut, schauen wir mal, ob er am Telefon ist. Ich bekomme ein richtiges Zeichen. Sehr gut. Herr Petersen. Hallo, Herr Petersen. Ja, hallo. Ausgezeichnet. Am Telefon. Haben wir Sie aufgeweckt oder saßen Sie hoffentlich davor? Nein, ich saß davor. Eine WinTV-Karte. Für Sie genau das Richtige oder... Ja, wunderbar. Also habe ich sowieso schon ins Auge gefasst. Hoffentlich auch Ihr Drucker, denn Sie bekommen einen neuen, Sie bekommen eine WinTV-Karte und Sie bekommen 6 Monate Eunet. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Petersen. Super. Schicken Sie uns mal eine E-Mail. Mache ich, alles klar. Schönen Abend. Vielen Dank. Gute Nacht. So, gut, damit haben wir also auch einen Menschen, einen Netnight-Zuschauer glücklich gemacht, neben denen, die natürlich hier für Netnight sich interessiert haben. Aber... Unser Gewinnspiel bekommt von Mal zu Mal immer stärkere Konkurrenz. Der aktuellste Sport im Internet ist momentan zu hacken, aber auch gehackt zu werden. Und es gibt im Internet nicht nur Opfer, Unfreiwillige, so wie wir vielleicht in unserer letzten Sendung, sondern es gibt sogar mittlerweile Seiten, die sich anbieten, gehackt zu werden. Und nicht umsonst, sogar gegen Geld. Hack mich, die erste Meldung in unseren NetNews. Computerexperten dieser Welt, versammelt euch und zerlegt diesen Computer. Apple Computer hat einen Server im Netz zum Testabschuss freigegeben. Oder viel besser, wer es schafft, in diesen Rechner einzudringen, der wird mit einem Powerbook belohnt. Ein Experte von Apple wird dann in der nächsten Netnight persönlich vom Ergebnis berichten. Wer allerdings diesem Wachhund eine Knackwurst unterschieben kann, wird nicht mit einem Rechner, sondern mit richtigem Cash belohnt. Um genau zu sein, 10.000 kanadische Dollar winken demjenigen, der seine E-Mail-Adresse auf dieser Homepage hinterlassen kann. Selbstverständlich finden sich auch schon gehackte Seiten im Netz, wie zum Beispiel die des Films Lost World, aus dem Ducks World wurde, oder die angeblich einzig wahre Homepage des Los Angeles Police Department. So kommt Rodney King auch noch einmal ins Internet. Flipper bekommt Nachwuchs. Vor 11 Tagen hat die modernste deutsche Suchmaschine ihre Datenbank geöffnet. Fireball hat mithilfe einer neuen Spracherkennungssoftware der TU Berlin weltweit bereits 2 Millionen deutschsprachige Webseiten aufgespürt und indexiert. Alta Vista liefert die bewährte Technik und NetNight liefert den Link dorthin. Lange Freude trotz kurzer Online-Zeiten. Diese Software beobachtet Sie. Nicht, um Sie auszuspionieren, sondern um jede freie Sekunde dazu zu verwenden, die restlichen Seiten des Servers, auf dem Sie sich gerade befinden, auf die eigene Platte zu holen. Vorteil, Sie können schon nach kurzer Zeit das Modem wieder auflegen, um offline zu schmökern. Hongkong erleben, solange es noch geht. Die Welt blickt nach Fernost und Sie haben die Chance, ganz nah dabei zu sein. Gina O'Vale führt sie durch die Stadt und verführt sie mit ihrem Charme. Eine Fotostory, die Lust macht und zugleich informiert. Das Online-Magazin Digital Mirror macht damit seinem Kulturanspruch alle Ehre.
Glasnost nun auch im World Wide Web. Der erste russische Fernsehsender ist im Internet. Keine Sorge, Kyrillisch spricht nur die Startseite. Denn beim ORT geht man sowieso davon aus, dass die meisten Besucher aus der englischsprachigen Hemisphäre kommen. Der größte russische Sender, übrigens mit 71% Marktanteil ausgestattet, lässt sich hier hinter die Kulissen blicken und bietet sogar die Möglichkeit, in seinem Archiv zu stöbern, um alte Sendungen per VHS zu bestellen. Der Netzby-Test. Alles neu seit Mai. Was so viel heißt, 2000 Messungen wurden vom Computermagazin CT durchgeführt, um zu diesen Zahlen zu kommen. Neu ist die Analog- und ISDN-Messmethode und neu auch die Vielfalt. Aufgrund der großen Datenmengen zeigen wir heute erstmals nur alle Online-Anbieter und ab kommendem Monat auch die größten Provider. Und so haben die Dienste abgeschnitten. Schlusslicht CompuServe via Datex J und T-Online Normal. An vierter Stelle CompuServes normaler Zugang und an dritter Stelle AOL mit 4072 BPS. MSN steht wieder am Podest, zweiter Platz mit 4782 BPS. Und Sieger, wahrscheinlich auch, weil erst sehr wenige Nutzer Zugang haben, der neue T-Online PPP-Zugang mit 5836 BPS, also Bytes per Second, in der WWW-Abfrage. Da habe ich jetzt ein E-Mail von Rainer Arnold von der TU Dresden, der sagt, das Mittel aus einem Modem und einem ISDN-Zugang zu bilden ist unpraktisch. Man weiß nicht, für welchen Provider man sich entscheiden soll. Tja, dem wurde also Abhilfe geschaffen. Zur Einführung, weil wir das zum ersten Mal haben, ganz kurz zur Erklärung. Hier unten haben wir also den normalen T-Online-Zugang und ganz oben auf dem ersten Platz, wahrscheinlich auch deswegen, weil es momentan noch niemanden drinnen gibt, der neue PPP-Zugang von T-Online. Wir haben deswegen zwei Balken, weil oben haben wir den ISDN-Zugang und darunter den analogen. Und ganz interessant, der schnellste von T-Online, der ja in diesen Tagen in Betrieb geht, ist analog genauso schnell wie MSN oder AOL. Vielleicht eine interessante Kaufentscheidung für Sie. Ab dem nächsten Mal haben wir dann auch alle anderen Online-Provider dabei und veröffentlichen dann die 5 oder 7 besten in diesem Test. Gut. So, also Unterschiedlichkeit bei den Zugängen, Unterschiedlichkeit auch in den Geschmäckern unserer Gäste, wenn es darum geht, zu fragen, was sie sich persönlich ansehen und was für sie momentan das Heißeste im Internet ist. Ja, da ist eine ganz neue Seite im Web aufgetaucht über einen neuen Science-Fiction-Film, hat mit der Realität nichts zu tun, ist einfach ein schöner, neuer, utopischer Film. Aha. Hauptdarsteller? Bruce Willis und der Film heißt Das fünfte Element. 500 years into the future. It'll be entering the atmosphere in 40 seconds. It's up to an ordinary cab driver to save the world. What do you need? This world. My name. Bruce Willis. This way, driver. Can. 5, 4, 3, uh-oh. 2. Oh, no. The fifth element. Wann startet der Film? 28. August und ich werde mir bestimmt sofort anschauen. Premierenkarten für Herrn Dr. Fieber. Gut, auch wir sind in unserem Element in genau 4 Wochen wieder mit unserer zweiten Ausgabe von NetNight, die Surfnacht. Sie wissen schon, was es heißt. 2 Stunden live in der Nacht. Sie können bei uns mitchatten. Sie können bei uns auch die Seiten live erstellt sehen. Wir pushen Ihnen die Seiten nach Hause. Aber mehr Informationen dazu auf unserem Server. Hier die Adresse www.zdf.de. Das ist genau die Adresse, wo Sie alle Links von Herrn Dr. Fieber und von mir heute nachlesen können. Können und quasi auch nachsurfen können. Heute wird es auf jeden Fall noch eine längere Nacht, denn Herr Dr. Fieberg steht mit dem gesamten Team vor unseren Rechnern und wird im Chat die Fragen, die vielleicht noch aufgetaucht sind, für euch und für Sie beantworten. Ich würde mich sehr freuen. irk.netnight.de, dafür die Adresse. Das war's. Herr Dr. Fieberg, ich danke Ihnen recht herzlich fürs Kommen. Hat richtig Spaß gemacht, war sehr interessant und hat Lust auf mehr gemacht. Aber bevor wir Sie ins Bett schicken, sagen wir, ich wünsche noch eine gute Nacht. Wir sehen uns in 4 Wochen wieder und... forschen Sie gut.